So, Ja, moin dir. da sind wir wieder. Nach dem etwas ungewollten kleinen Absturz. Ne? Nicht lang snacken, Kobi nacken. Ab geht's. Haben wir noch ein bisschen was vor. Sound resumed. Ein Schnabel-Teamspeak. So. Ja, da kriegst du mal fett Kopfschmerzen, Alter. Nee, nee, nee. So, vielleicht nochmal kontrollieren. Laut was ist, es ist das wieder raus. Wirklich. Das kann schon passen. Woher? Taxi-Bob. Was denn jetzt? Jo, bin. Wir wollen im Norden ein bisschen arbeiten gehen. Taxi steht schon da. Willst du mitkommen, oder? Oh, nee, gönnt euch. Ich schaue mich immer allgemein mal ein bisschen um. Alles klar. Wenn du willst, ich melde mich nachher bei dir, wenn ich fertig bin. Jo, kannst du machen. Alles klar, Mann. Jawohl. Ja, bis später. Bis später. Ja, ne. So, und zwar mache ich jetzt nämlich das noch was anderes. Gewöhnen. Herr Schmidt. Schönen guten Tag, Herr Schmidt. Und zwar, ich würde mich gerne bei Ihnen als Marshall bewerben. Mir wurde am Flughafen von einem Ihrer Kollegen die Nummer gegeben. Ja, sehr gerne. Haben Sie denn Ihre Bewerbungsunterlagen fertig parat? Ich hab doch gar nichts. Wie gesagt, ich bin gerade erst vom Flughafen gekommen. Ich hab halt nur die Info von Ihrem Kollegen bekommen, dass ich einmal durchrufen soll oder vorbeikommen soll. Ja, dann machen Sie Folgendes. Wir bräuchten einfach nur von Ihnen ein Anschreiben und einen Lebenslauf. Ja. Ne, ganz, ganz einfache Sachen. Also ja. Muss jetzt nichts Besonderes, nichts irgendwie. Ja. Einfach ganz einfache Anschreiben-Lebenslauf. Ja. Und kommen dann einfach am State Prison vorbei und geben das dann einfach ab, irgendeinen Kollegen, der halt dann gerade vor Ort ist. Ja. Und dann werden wir uns zeitnah dann bei Ihnen melden. Alles klar. Gut, perfekt. Und wenn Sie dann abgegeben haben, dann gucken wir dann durch und dann melde ich mich telefonisch nochmal. Das wäre super. Dann bedanke ich mich und wünsche noch einen schönen Abend. Ja, achso, und falls keiner in der JVA sein sollte, wenn sie abgeben wollen, dann rufen sie einfach mal die 915 an die Leitstelle und dann kommt jemand vorbei, ne? Ja, alles klar. Gut, super, schönen Abend noch. Ebenfalls. Danke, tschüss, tschüss. Tschüss. So. Ich würde mal sagen, erster Part gleich beendet, oder was? Das läuft hier. Aber muss ich mir am besten mal gleich nochmal einspeichern. 915, Alter. Das muss man sich merken. Das mache ich lieber gleich, bevor ich es vergesse. Ach, eingewöhnen. So. Ist das nämlich auch schon mal drin? Wunderbar. So. Wäre eigentlich das Beste da runter halt, ne? Fahrschule. Da kommst du halt wahrscheinlich scheiße zu Fuß hin. Ach, egal. Dodgerin.
leider zugehabt. Bin alte Kreuzvisage. Also sag mal, wo ist hier die Fahrschule? Ja, okay, ich habe kein Wort verstanden gerade. Fahrschule, wo? Wir sitzen gerade vom Taxi, ist ein bisschen laut. Soll ich dich gleich mal zurückrufen? Ja, ruf mal gleich zurück. Alles klar, mach ich. Jo. Naja. Guck was. Mal schnell rüber, bevor was kommt. Ah, hier sieht man schon Frittentreff. Um Gottes Willen. Schriftliche Bewerbung des Lebenslauf. Okay. Das lässt sich locker einrichten. Ich sage aber wirklich. Von vornherein, das mache ich offscreen. Also ich werde euch nicht zeigen, wie ich eine Bewerbung schreibe. Das wollt ihr nicht sehen. Das wollt ihr definitiv nicht sehen. Oh, schon besser. Jo, Ben. Ja, jetzt war es ein bisschen ruhiger. Jetzt kann ich besser telefonieren. Jo, ich wollte fragen, wo ist hier die Fahrschule eigentlich? Jo, da sind wir gerade hingefahren, Mann. Ja, moin. Die ist hier unten im Süden, Richtung, also kurz vorm Flughafen. Ja. Ja, das läuft doch. Ja, genau, also, wie soll man das erklären, Mann? Ansonsten ruft ihr am besten ein Taxi, so, die fahren nicht direkt dahin, ohne Probleme. Ja, weißt du, ein kleiner Fußmarsch, der tut immer gut. Oder so, ja. Ja, musst du mal gucken. Jo. Also ist da, ja, wie gesagt, unten Richtung Flughafen, so, wenn du dich rechts hält, nee, links hält, glaube ich, oder so. Keine Ahnung, ich habe eine schlechte Orientierung. Muss da gucken, vielleicht kannst du aus dem GPS irgendwie gucken, wenn da eins dabei ist. Dann ja, kriegen wir schon hin. Alles klar. Alles klar, bis später ja, dann. Ja, wenn ich fragst du nach. Ja, aber warte mal, ich steck dir einfach einen Standort. Ich bin auch da, schick den Standort. Oder so, ja. Alles klar. Jo. Ja, Mann, bis dann, Frank. Bis dann. Das ist eine Eierbirne. Ach. Ja, Maul. Ach, Taxi ist nicht so mein Freund hier im Allgemeinen eigentlich so. Muss man natürlich auch noch wissen, ne, wie funktioniert das mit dem Standort. Aber ja. Egal. Wenn wir schon irgendwie hinkommen. Na, rechts, dann gerade durch. Genau. Ja, ist halt krass ungewohnt erstmal. Schön. Ich muss ganz ehrlich sagen, trotz allem, Los Santos ist es einfach schön, ey. Ist halt richtig geil. Und so mag ich das.
Ja, könnt mir immer schöne Grüße da lassen. Könnt ihr mal sagen, wie ihr es findet bis jetzt. Alles ein bisschen durcheinander, halt noch alles neu. Ist ja normal. Mal kurz mal meine Radios mal ein bisschen verkleinern. Und mich auf Distanz nicht gleich hört. Jetzt wahrscheinlich noch anders laufen können, kürzer. Oh, ach, egal. Da Puerta Freeway. Ah, ja. So, Karte. Okay. Ah, alles ungewohnt. Ja, habt ihr aus meinem alten Video gesehen? Ja, da war alles ein bisschen einfacher. Das hat nicht so lange. Da hat es halt nicht so lange gedauert. Ja, Feuerwehr. Welche Biegung? Ne. Da geradeaus weiter. Warum müssen wir gerade so entscheiden hier? Ich werd alt. Was willst du machen mit 35? Bist du nicht mehr der Fitteste, ne? Weiß man ja schon. Snuggles. Ja, es hat viel belebt hier trotz allem, ne? Das ist echt krass. Finde ich echt gut. Ja, weiter. Immer was für die Fitness tun für den Marshalls. Ich bin mal gespannt, ob ich das jetzt natürlich auch finde. Einmal kurz über grün. Okay, da die Brücke ab. Ist nichts, wenn man alt wird. Warum habe ich so das Gefühl, dass das da vorne Fahrschullaut ist? Und ich muss ehrlich sagen, ich bin verdammt gespannt, wie hier die Fahrschule ist. Ich bin richtig gespannt. Ah, geil. In der Nacht, mitten in der Nacht ist halt echt geil einfach. Ich sag euch schon mal von vornherein, also die zweite Folge, die wird definitiv nicht so lang. Die wird keine knapp zwei Stunden wie die erste Folge gehen, das könnt ihr knicken. Das tue ich mir nicht an und das tue ich euch nicht an. Bin ich doch schon mal richtig, anscheinend. Naja, zeittechnisch gesehen, nicht lange gebraucht. Perfekt. Verdammt. Naja, einmal um den Bums. Oh, kurz das Gebüsch, wie früher. Leute. Ich musste ja laufen. Ich musste mir das Scheißlaufen ja unbedingt auswählen.
Das ist doch richtige Kacke, Alter. Das ist die Fahrschule. Okay. Interessant. Das sieht aus wie der Kumpel von Ben. Kurz verschnaufen. Wird der alt hier. Na gut, da vorne steht doch der Franz schon. Franzi Küpper. Das nur so schnell. So bin ich. Wie lange habe ich gebraucht? 5 Minuten? Ja, krass. Ja. Ja, hier da vorne ist der Fahrschultypi, den muss anquatschen. Oh. Hast du $1000 dabei? Die brauchst du nicht. Was dabei in der Tasche oder was? Ja, brauchst du Bar, der nimmt nur Bargeld. Oh, kein Problem. Oh, nee. Ja, siehst du? Hast du es geschafft eigentlich mal? Na, hätte er. Wir dachten, das wird nichts mehr heute. Wir waren so schnell fertig gewesen, aber bei dem Typen sehe ich. Ja. Ja. Aber echt schnell gefahren. Ne? Ich bin ja, nicht mal so schnell gefahren. Ich bin überhaupt nicht schnell gefahren. Aber echt schnell vor. Ah, der sagt auch, ich bin schnell gefahren. Das bin ich aber gar nicht. Also. Jetzt muss ich den Führerschein nochmal machen. Weiß ich nicht, hat er mir nicht gesagt. Oh. Danke. Entschuldigung. Das sind die Zuckungen in meinem. Nein. Also, er hat mir den Führerschein nicht gegeben. Ich weiß noch nicht, wie viele Fehlerpunkte. Hat er mir nicht gesagt. Also 5 darfst du haben, auf jeden Fall. Das musst du dir eigentlich dir auch sagen, dass man du in der Schnellpresse oder meckert er dich nicht an. Hat er aber nicht. Oh Mann. Er hat mir, glaube ich, nur das Geld abgezogen. Ja, ich hab noch was dabei. Dann nochmal. Wir warten mal. Wir haben mehr Zeit. Jobs haben wir sowieso nicht. Richtig. Da ist das Problem. Da hast du es gefunden. Auto haben wir auch nicht. Ein Tausender dabei haben für den Führerschein. Das ist schon echt brutal. Ein Taxi wäre ja da, ne? Dafür, dass du dir im Grunde keine Karre leisten kannst. Das ist schon echt krass. Alter, hat der grüne Haare? Ja. Ben, hast du mal eine Minute? Na gut, dann mach ich nochmal. Sie hat lila Haare, also. Mal was für der Raden tun. So. Du wirst nie erraten, was ich am Flughafen gekriegt habe. Visum. Einreiseerlaubnis. Ja, das auch, sonst würde ich jetzt nicht hier stehen. Ja. Nee, dann habe ich keine Ahnung. Geld geschenkt. Nee, leider nicht. Das wäre zu gut gewesen. Ah. Nee. Die Nummer des Marshall Chiefs. Ach echt? Ja. Ja, das ist ja praktisch. Hast du mit dem schon gesprochen? Ja, muss nur eine Bewerbung fertig machen, hingeben und die melden sich dann. Okay, also die wollen auf jeden Fall was schriftlich, oder was? Ja. Die wollen,
Ja, wie war das? Anschreiben und Lebenslauf. Anschreiben und Lebenslauf, okay, verstehe. Oh, doch nochmal den Papierkram auspacken. Hast du doch immer gern gemacht. Kenn dich doch. Ja, also wenn es ums Ausbildungskonzept und so ging, das war was anderes, aber das also war Bewerbung und so. Weißt du, wie lange ich keine Bewerbung mehr geschrieben habe? Weißt du, wie lange ich keine mehr geschrieben habe? Naja. Auf jeden Fall ein paar Jahre her. Ein paar ist gut. Also, wo haben wir hier den nächsten Automaten um die Ecke? Flughafen? Ich weiß gar nicht, ob es am Flughafen einen gibt. Also ich musste letztes Mal komplett in die Stadt laufen, als ich das erste Mal hier war. Ich bin der Meinung, vorhin beim Check-in eingesehen zu haben, unten, wenn du rauskommst. Ja, das kann sein, ja. Ja, das kann sein, ja. Da habe ich nicht drauf geachtet. Wir wurden direkt mit dem Auto abgeholt, deswegen. Nee, ich habe vorhin ein bisschen mit dem Marshall gequatscht, der da rumstand. Ja. Echt cooler Typ eigentlich. Hätte ich nicht gedacht. Ja, ein bisschen rumgequackelt hier, wo... Ja. Wo Jana ihre Führung gekriegt hat. Ja, und da hat er natürlich gleich angefangen. Ja, wie sieht's denn aus? Erst, da haben wir uns so ein bisschen so über die Zeit unterhalten, bla bla bla. Das habe ich ihm dann erzählt, ne? Meine Lebensgeschichte. Hat er dann gesagt, er hat, naja, also fähige Leute brauchen wir immer. Dachte mir, gut. Ja, das meinte die Frau von der Einreisebehörde zu mir auch, ja. Nachher? Ja, weil ich ihr erzählt habe, so dass ich ja in Chicago noch als Cop war. Dann hat sie gesagt, naja, als Cop sollte ich hier die nicht direkt anfangen, dann unter den Umständen bei mir, aber bei den Marshals sollte ich mal anfragen. Ja. Ach, bei den Umständen. Das hört sich ja gleich an. Ist ja nicht gerade schön gelaufen. Oh Mann. Ja, mit Bauurteilung entlassen zu werden, da könnte ich mir schon was vorstellen. Das kommt halt nicht so gut an, glaube ich. Boah. Nee, nicht so. Ach nee. Na gut. Ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht mehr so viel Bargeld bei, sonst hätte ich was gegeben. Also ich will euch ja echt nicht zu nahe treten. Ach, alles gut. Aber, also, wie lang, ne? Na komm, wir gehen mal rüber. Was schreit der eigentlich so rum, der Cowboy? Weiß ich nicht. Warum überhaupt Cowboy, Alter? Ey Cowboy, was schreist du so rum hier? Ja, der Frank müsste auch noch einen Führerschein machen. Das habe ich mir schon gedacht, deswegen habe ich so gebrüllt, weil da hört dann ja auch noch ein Mädchen. Also. Nö, ihr könnt ruhig. Ich hab Zeit, da träumt der Führer von. Ich hab mir noch gar nicht vorgestellt, einen wunderschönen Below. Hallo. Einen wunderschönen. Mann, Frank. Wie lange bist du hier? Zu kurz. Ich bin hier mit ihm eingereist. Mit der Benchen. Mit Benchen, genau. Ja. Die alte Volksgranate. Absolut, ja. Ist das die erste Geschichte, Volksgranate? Wie dazu? Nee. Ich wollte sagen, Benny, kannst du erzählen. Das überlasse ich freiwillig dir. Ich erzähle gar nichts. Früher oder später komplett eh alles ans Licht. Ich hau hier keine alten Kopfgeschichten raus. Nee. Wenn deine Freunde hier so oder so, entweder beim Trick, irgendwann reden sie alle. Ich sag nur so viel, Partysprenger. Partysprenger? Wenigstens im Dienst oder außerhalb des Dienstes? Das verrate ich nicht. Ah, schade. Eigentlich sowohl als auch. Ben, verträgst du eigentlich mittlerweile mehr Alkohol als früher? Ich glaube eher nicht. Ich glaube, wir sollten einen trinken. Nein, das sollten wir nicht. Aber eigentlich kann es mir jetzt egal sein. Ich habe keine verantwortungsvolle Position mehr. Ich kann mir eigentlich. Mich kennt hier keiner, fast keiner. Ich würde sagen, der kannst du doch den Birne voll kippen. Wenn du es trinkst, dann ist der nicht mehr auszuhalten. Das machen wir aber dann, wenn du den Job dann hast, weil kommt vielleicht nicht gut, wenn der Zeitung oder so dick drin steht, besoffene oder was ich meine. So. Besoffene Marshals auf der Straße aufgekratzt. Ja, ich hatte es vor und nach. Also, bei der Bewerbung das zu machen ist scheiße, nachdem du angenommen wurdest, ist auch scheiße, also lass es lieber. Genau. Bleib lieber am, so Katzen oder Ruhe eintrinken. Muss nur im Rahmen bleiben. Ja. Wenn du morgens aufwachst und noch weißt, was gestern passiert ist. Dann ist der Abend schlecht verlaufen. Das schaffe ich ja nicht mal. Ich wollte gerade sagen, dann hast du das falsch gemacht. Ja, das schaffe ich ja nicht mal, wenn ich nicht getrunken habe, mich an gestern zu erinnern, ey. Das ist irgendwie... Was warst du nochmal bei der Polizei? Buch?
Kopfhalter oder irgendwie Tresensteher oder was hast du da gemacht, wenn du das schon wieder vergisst alles? Also? Ich war der Chief. Tresenschlampe. Er hat mich angefangen auszubilden. Okay, gut, das ist auch eine Option. Als Chief macht man ja eh nicht viel. Also wenn du erstmal Chief bist, dann ist das richtig, ja. Dann hast du ja Untertanen, die alles machen, da muss man sich nichts mehr merken. Das ist relativ praktisch, ja, das stimmt. Der alte Sesselfurze. Ey, das hat richtig Spaß gemacht, Mann. Einfach mal Füße hochlegen und die anderen machen lassen. Ja, hast du nie was anderes gemacht? Also auf dem Sitz möchte ich, glaube ich, nicht mehr sitzen. Nee, ist nicht kein Problem. Ach. Jetzt auch. Ich meine, den Sesselfurz, ich weiß ja nicht. Also. Ja, der war schon so durchgefurzt, Mann, das. Boah. War noch vom Vorgänger. Oh je, jetzt wird's irgendwie. Okay. Naja, wie auch immer. Weißt du, wenn der Staat kein Geld über hat, dann bleibt nun mal das 30 Jahre alte Interieur. Ich weiß, das 30 Jahre alte Interieur, aber geil. Ich immer, aber manchmal. Ja, aber. Nee. Ja, aber nee. Sagen wir einfach okay. So 30 Jahre alt, da durchgefurzter Bürostuhl muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Man könnte sich besseres verstehen, ja, das ist auch richtig. Ach, Ben. Hm? Der Fahrlehrer hat mich übrigens verarscht. Ich hab bestanden. Ich hab doch bestanden. Ja. Der hat mich verarscht. Was für ein Snob. Fängt ja gut an. Na dann. Mensch. Oha, eine Grasbirne. Was wollen wir wetten, dass auch das raucht, was auf dem Körper hat? Oder so. Was, noch eine Wette? Ich muss wohl mein Notizblock raus. Oh, nee. Jetzt hört aber mal auf. Ja. Nur damit du es weißt, ja, die haben eine Wette abgeschlossen, dass Ben und ich heiraten werden. Ja, gönnt euch. Nee, danke. Ey, die Frau Rose stand nicht mal 5 Minuten bei uns im Kreis und die haben schon gewettet. Ich bin bei jeder Wette dabei. Du musst eine Wette sagen, ich bin dabei. Wie wirst du verlieren? Egal, es geht um den Spaß, an der Freude. Na gut. Du hast zu viel Geld, Kandat? Nee, ich hab viel zu wenig. Ja, warum wettest du denn? Weil es Spaß macht. In Texas macht man nichts anderes. Jeden Tag Pferde wetten, Hunde retten, Bruder, rennen, genau. Yippie-yay, Schweineböcke. Ja, genau, warte. Immer wetten auf alles. Alles, was geht. Auf alles und jeden. Genau. Oh Gott. So, Frank, wolltest du nicht einen Führerschein machen? Ja. Aber ich habe jetzt keine Lust. Nee, ich hab keinen Bock. Bin zu voll. Und ein Stoppschild anhalten, was wahrscheinlich eh keiner macht. Doch, ich hab's gemacht. Ja, jetzt bei der Prüfung natürlich. Ich meine, nachher. Nachher interessiert das auch eh kein Schwein mehr. Selbst die Polizei wahrscheinlich nicht. Ich sehe das schon kommen. Ja, also das, was ich gesehen habe, wo ihr in die Richtung mit dem Taxi losgehackt seid, ne? Da ist ja gerade euch der Cops entgegengekommen Richtung MP. Ja, irgendwie. Ja, also. Bin mal gespannt. Ich sag mal nix. Mach einfach hier sonst nochmal eine Jagd. Aufsicht auch auf. Frag mal beim Chef nach, ob das geht. Mach die Jagdaufsicht auf. Allein in der Prärie. Alles klar. So, jetzt stehen wir hier. Ja. Wie bist du denn nie abgeholt? Ja, das stimmt, ja. Mit Auto wären wir wahrscheinlich jetzt schon irgendwo anders. Dafür bräuchten wir aber erstmal ein Auto. Ist eigentlich hier irgendwo eine Bar? Hat man irgendwas gehört? Nee. Von der Bar? Nee. Also ich habe bisher nichts entdeckt, was offen ist zumindest. Also ich habe mal ein paar gesehen auf dem Weg auf der Posttour, aber... Irish Netz. Pub oder so. Ich werde mal so ein Taxiunternehmen anrufen und fragen. Vielleicht sollte ich das später. Als Polizist verdient man ja so oder so nicht viel. So nebenbei so eine Bar aufmachen. Ganz geil. Ey, wirklich, ganz ehrlich, ne, das habe ich auch schon überlegt. Das haben wir gestern auch schon diskutiert gehabt, ob wir sagen, wir machen irgendwie ein Café oder eine Bar oder einen Club oder irgendwas auf. Ja, ich hätte aber, also bei mir wäre es eine Texas-Bar, also. Ja, wäre doch cool. So eine Oldschool, weißt du, kommst du rein, richtig Texas-Feeling, alles so Holz und Fässer. Und billige Bar, das wäre schon cool. Hm.
Frage ist, wie viel Arbeit das ist, sowas zu beantragen. Ja, vor allem, wie viel Geld du dafür brauchst. Oh, das auch. Das wird wahrscheinlich nicht billig. Obwohl, ich hab irgendeiner hat das letzte Mal erzählt. Ich glaube, der uns gefahren hatte hier, der Beamte, der hat, glaube ich, erzählt, dass irgendwie der Staat da einem bei hilft oder so. Ich weiß nicht. Hat irgendwie da ein Amt gesagt. Ja, vielleicht so einen Staatskredit oder sowas kriegst. Kann natürlich sein, ja. Aber dafür bräuchte man auch für einen Job. Die Kreditwürdigkeit aufbauen ist, glaube ich, ganz gut. Nee, nicht nur das. Muss aber im Allgemeinen erstmal ansatzweise dann später alles bezahlen können. Muss einkaufen, entsprechend verkaufen und dann aber auch noch Umsatz machen. Richtig. Deswegen. Und von dem, was du auch noch als Umsatz machst, haust du am besten noch die Hälfte an den Start ab. Du machst mir ja meinen Traum kaputt, Mann. Frag mal eine Minute träumen. Frag Ben, wie kann das? Immer so gemein. Das ist der Job von den Amtsfuzzis, wenn ich das einreiche. Die dürfen mir den Traum zerstören. Bevor mir sitzen und den Zettel zerreißen. Nee, so, sie können sich das nicht leisten. Und schon ist der Traum vorbei. No. Hast du mal heute schon in der City Hall oder so? Das gibt's ja auch. War ja auch nicht. Was ist das, oder? Nicht so weit. City Hall, irgendwie. War da gewesen? Oh, Paketjockey. Macht der Vorschule damit, oder was? So kann man natürlich auch das Arbeitsmobil missbrauchen. Naja, nu. Wenn dich keiner von abhält. Ja, aber ganz ehrlich, der Typ von der Poststelle, der ist auch so verstrahlt, ne? Der sagt, ja, bleib so lange im Dienst, wie du willst. Ach, fahr mit dem Auto hin, wo du willst. Den interessiert das alles gar nicht. Solange du hin und wieder mal ein Paket wegkriegst. Der will nicht mal eine Kaution für die Karre haben oder so, gar nichts. Ja, moin, Alter. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber gut, ne? Jetzt immer ja. Die Möglichkeit, ein bisschen was zu verdienen. Mal sehen, wie lange der das mitmacht, denn. Oder um hierher zu fahren, um seinen Lappen zu machen. Ja. Ich komme dann auch mit dem Postauto zur Polizei gefahren, wenn ich ein Bewerbungsgespräch hätte. Oh, ich komme noch eine Lieferung, aber die ist nicht so wichtig. Genau, hat Zeit. Der Prioritäten nebensetzen. So, also, auf der Tagesordnung steht noch Joggen gehen und Lederschuhe finden. Was? Lederschuhe? Morgen. Ja, ich brauche so komisch. Aber ich glaube, ich weiß nicht, warst du in jedem Laden schon drinne? Nicht in jedem, nein, auf jeden Fall. Nein, ich war bisher nur in Suburban. Ja. Und unten, wo wir vorgestern waren, hier in dem Secondhand. Ich bin der Meinung, ich habe irgendwo was von Lederschuh gesehen, also es gibt auf jeden Fall welche. Da muss es Suburban. Also im Suburban gab es Lederschuhe, die hießen, ja. Also gab es welche, aber das sind dann solche wie hier, wo nur so ein bisschen Leder dran ist, dann weißt du, die ich gerade anhabe. Okay. Achso, okay. Also nicht so richtig Lederschuhe. Ja, du willst wahrscheinlich so richtige Cowboy-Stiefel haben, ne? Ja, Mann. Wir müssen schön weit hochgehen. Okay. Ja, was moin. Denn? Was? Ach, wir finden noch Schuhe für dich, keine Sorge. Das muss. Das gehört zu mir. Es ist wie der Cowboyhut. Ach, gucke. Hier, Ben, der Grau. Ist das nicht dein Freund da? Ja, der Grauhaarige da hinten. Unterhalten hast heute. Ja, von dir. Wer mein Freund? Was hier? Ja, Frank hat sich hier schon. Ja, das. Unterhalten. Da hinten der Graufuchs. Das ist der, von dem ich die Nummer gekriegt habe. Achso. Jo. Der fetzt. Na, cool. Ja. Wollen wir jetzt noch hier stehen bleiben, oder? Das ist die Frage, ne? Oha. Von dem Marshall eskortiert. Eskortiert werden ist schon brutal, irgendwie. Ich hab mal ein Taxi gerufen, ne? Das wird ja nie wert. Wieder Stadtpark oder was? Ja, würde ich sagen, oder? Ja, ich wollte da, denke ich mal, langsam ins Hotel gehen. Ja, das stimmt so. Gleich du ratzen, mit deiner sechsten Etage da, du Arsch. Ja, mit der geilen Latina, Mann. Dann lege ich morgen wieder einen Zehner hin und dann kriege ich wieder ein Tücher in Schwanform. Ja, halt die Klappe. Meine Holzetage.
glaube, ich sollte mit dem Portier gleich mal ordentlich sprechen. Bin. Was duftet denn immer so schön im Zimmer? Ja, jetzt reicht. Bin, hast du den Löffel gerade aufgehabt? Nee, was denn? Ja, merke ich. Ich die Nummer geben. Verdammt. Habe selbst ich mitbekommen. Ja, sowas überhöre ich einfach. Ich frag sie trotzdem morgen, wie sie heißt. Nein! Hier! Mir soll zugegeben! Mensch! Also ich nehme auch die von den anderen zwei netten Herren und lass dich einfach außen vor stehen, weil du bist mir egal so. Ah ja. Oh Mann, ey, genau. Das Bautz. Dienerin. Komm, weißt du, da ist sie. Also, lass uns alles verloren, ey. Alter. Delay von 50. So, okay. Lass mich eben so mal. Ich hab eben mal jetzt der Polizist schon gefragt, da muss ich erstmal eine Stunde nach der scheiß Nummer suchen im Handy. Are you ready? Ja. 8? Ja. 2, 2, 2? Ja. 6, 7, 4, 1, 0. Beep. Gott! Okay, komm an. Ja, komm an. So, genau deswegen habe ich mein Handy auf lautlos. Ich hab's auf voller Lautstärke und mit diesem geilen Darth Vader. Na los, wenn ihr es gibt, gib mal deine Nummer. Jetzt will er auch nicht mehr. Ich bin der beleidigte Leberwurst. Vielleicht, vielleicht muss ich mal einen auf die Zwiebel geben. Ich geh schon mal weg, oder? Jetzt. Ja. Nee. Ben, Schnatterinchen. Oh. Ich will leben. Ganz entspannt, Frau Rose, ne? Ganz entspannt. Natürlich. Frau Rose, so förmlich, Alter. Ist ja widerlich. Ja, weiß ich auch noch nicht, wann das passiert ist, dass er mich Frau Rose nennt. Nee. Kommst du da überhaupt wieder hoch, Cowboy? Willst du jetzt sagen, dass er alt ist? Sag ich's also, du. Oh, warte, ich mach mit. Adda. Oh, shit. Der Ben, du kommst nicht wieder hoch. Oh, ich auch. Hey, da haben wir voll was gemeinsam. Wie alt bist du? Willkommen im Club, Bruder. Jetzt fühle ich mich echt jung hier. Seid doch froh. 26. Oh. Junger Hüpfer. Oh, fuck. Alter, wie soll man hier wieder hochkommen? Dass du alt bist, wissen wir. Na, oh, danke. Ja. Und schaffst aber trotzdem noch vom MP bis hierher in 5 Minuten. Ja, dann lauf doch schon mal vor. Kannst mich mal. Nee, egal, ich guck mir den Stern an. Nee. Nimmst du mal den Kopf von meiner Gelderkralle da. Ja, stimmt, stinkt ein bisschen. Ey, mein Fuß war da auch, ja. Ich will auch nicht wissen, wer von euch bei mir in Zähnen versucht hat, deine Nadel zu stecken. Also ich war das bestimmt nicht. Ich auch nicht. Mhm. Kann doch nur Ben gewesen sein. Ich warte gerade drauf, dass es jetzt so auf den Texaner schiebt. Vielleicht war er das auch. Ja, erklärt wenigstens, dass er keine Schuhe anhat. Maul. Ein bisschen lüften. Boah. zieh bitte wieder an, Alter, das stinkt. Boah. Das ist hier. Boah. Wann hast du die Schuhe das letzte Mal ausgezogen? Wann war ich duschen? Dann hab ich sie direkt mal angezogen.
Zimmer. Wer soll dir das glauben? Der Mächtige, das kann ich. Also ich glaube das. Was, hat diese Eierbonne da oben oder? Also wenn ich weiß, wie man Ben das letzte Mal geduscht hat, weil der stinkt ganz schön. Danke, war heute Morgen, aber ist okay. Das kommt von einem ganzen Gelaufen, weil du immer zu Ich hab wenigstens schon 6.500 Dollar heute verdient, okay? Sollst du dich immer zu dem Postauto hochrennen, weißt du, das ist das Problem. Soll ich dir jetzt dafür gratulieren? Nee. Sehr nett. Aber du läufst immer noch mit deinen hässlichen Socken rum, wie früher. Ja, natürlich. Die fehlen so hier so. Sieht immer schrecklich aus. Wenn die Knöchel kalt werden, Entschuldigung. Weißen die? Diese so einfach so Badelatschen. Na, ja, nee. Dazu lässt du das. Warum mal festes Schuhwerk, hatte ich jemanden in den. Ja, und Socken und er kann sogar barfuß laufen. Ja, Mann. Hallo? Immer. Texas die ganze Zeit nur mit Schuhen rumlaufen, schafft auch nicht, das ist viel zu wahr. Hast du nachher Käsefüße wie sonst was? Ah ja. Auf den Pferden wird auch ohne Schuhe geritten, manchmal. Nur du solltest dich nicht von dem Pferd auf den Fuß retten lassen, das tut weh. Oh, hat jemand was zu trinken für mich? Ja, ich glaube, ich habe noch eine Flasche. Richtig. Tja, warte gerade auf ein. Nö. Ich ruf mal nochmal Taxi an hier, also anrufen. Ja. Oh, das sieht schlecht aus. Aber doch zu Fuß gehen, ja? Hätte ich auch kein Problem mit. Nein. Ich bin doch bestimmt hier so ein Fachflug. Ah, jetzt. Ah, moin. Meloni, hi. Ah, wir sind gut, hab ich das. Wie lange ist deine Warteliste? Fußweg. Wenn du die Karpaten überlebst, wir werden immer noch bei der Fahrschule. Nö, bisher ist noch keiner gekommen. Ich hätte eben mal ein Dispatch geschickt, aber ich kann keine Sache, ich guck mich mal an. Ich hab schon gesagt, es ist ein großer Wartungsstand. Ja. Ja, ich sag ja, das ist da oben risikoreich. Das war mir schon klar irgendwie. Jo, vielen Dank, bis nachher. Ha, ich krieg 50% Rabatt. Ehre. Er ist in den Karpaten oben und sein Kollege, der uns eigentlich abholen sollte, der den Dispatch anfangen sollte, der ist oben auch in den Karpaten liegen geblieben. Ja, moin. Da die ja nur zu zweit sind. Ja, Ben, wie sieht's aus? Taxi? Ein Taxikutscher? Boah. Ich meine, so von daher ist das eigentlich gar nicht so schlecht, so als Übergang, also wenn das jetzt mit der Kulerei oder sonst was nichts wird, anfangen. Ja, ich meine, also ganz im Notfall so wäre es zumindest was, was man in Erwägung ziehen könnte, ja. Gibt es auf jeden Fall mehr und du lernst Leute kennen. Ja, das stimmt. Das ist wohl wahr. Und verdienst wahrscheinlich zwischendurch trotzdem immer noch einen guten Schein. Ja. Ich hatte doch eben noch hier irgendwo so ein kleines. Johnny. Oh ja. Würde sein, dass das jetzt hier ein bisschen stinkt. Kein Problem. Gönn dich mal Fluppe. Du kannst von ausgehen, Alter. Willst du auch eine? Ich verzichte. War noch nie so mein Ding. Ja, der Kerl hat noch nie gepufft.
zwischendurch meines. Also bei mir hält er auch eine Schachtel. Der hat damals so eine Ausbildung mal einen angeboten, der hat einmal gezogen, dann musste er fast von kotzen. Ja, das ist nicht für mich. Ich meine, ist ja auch gut, wenn man sich so, ne? Da kann man ja nichts. Das ist ja nicht vorhanden. Spaß, du. Nur manchmal gibt's Sachen, da braucht's einen. Das ist einfach so ein bisschen Nikotin, mal ein bisschen rein, das ist immer gut. Eine oder andere Situation, als euch das Kopf oder so, wo du denkst so, ach Gott, ey, was für. Gerne rauchen, bis nachher, so, weißt du? Situation. Tschüss, alle. Die Grünbirne steht da hinten auch immer noch rum. Festgewachsen, fühlt sich wie zu Hause oder so. Der hätte dann noch 10 Meter weiter gehen müssen. Naja, stimmt. Und gleich nach links. Ich bin eine Palme. Na, ihr seid ja mal wieder. Ich hab nichts. Ich hab doch auch gar nicht gemeint, aber schön, dass du dich angesprochen fühlst. Ich hab's in deinem Gesichtsausdruck gesehen, du hast es gedacht. Du kennst mich. Meine Grün und. Das ist. Mega, du lässt es sein. Mach's nicht besser. Nee. Oh, es bewegt sich. Es lebt. Tötet es, bevor es Eier legt. Sei nicht so gemein. Ja gut, aber dann auf jeden Fall den Schnösel, den ich vorhin mit auf der Rundtour hatte. Alter. Wieso, was war das für einer? Alter. So auf dem Weg zur Bank, dann schon mal wegen Klamottenladen gefragt, ne? Der fragte, ja, aber haben Sie denn auch die ganz guten... Die ganz, ganz, ganz guten Anzüge mit einem 12,5er Faden. Und ich hab mir gedacht, Alter, halt's Maul. Alles klar, ey. Also, da war meine Fahrt angenehmer. Das glaube ich. Unsere auch. Ja, die war relativ entspannt. Das war cool. Ja, mit Blau ich durch die Stadt. Ja. Hatte ich nicht. Ich hatte nur einen charmanten Taxifahrer mit und einer, der nicht geredet hat. Ein Taxifahrer mit Blaulicht. Anzusehen, ja. An dem Tag fühlte der sich bestimmt auch wie ein Taxifahrer. Ja, wahrscheinlich. Doch, der Polizei ist ein abwechslungsreicher Beruf. Mhm. Ja. Man ist meistens ja Beibeamter, jemand, der immer hier wird. Wie nennt man an der Information ganz einfach irgendwie hier an alle? Wie heißt denn das? Ein Typ, der in der Stadt steht und zum Beispiel Infos ganz dann alle rausgibt, wo was ist. Stadtschreier? So ein Guide. Ja, so ein Guide, Tourguide oder so. Ein Taxifahrer. Auch öfters wahrscheinlich Auto putzen immer wieder. Schön nach der Party. Ja. Genau, putzen musst du auch noch. Bist du alles. Wenn du Scheiße brauchst, bist du erst recht Putzfrau bei den Zellen. Was haben wir noch? Lagerlogistik. Ich meine, der Asservaten kann man wieder aufräumen. So zum Thema. Huch, der Johnny ist runtergefallen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Oh, irgendwo habe ich ihn doch gesehen. Ah, ist er wohl weg. Irgendwo unter dem Regal verschwunden. Kann passieren. Ein Jolt weniger in der Asservatenkammer. Traurig. So stelle ich mir das eben als Polizist vor. Ist das richtig? Habe ich gut geraten? Fast. Knapp daneben. Also eher so lieber Richtung Donutladen-Sache, oder? Klar, Donutladen und Milchtüte. Wie war das, Robin? Die Bank gegenüber dem besten Donutladen in der Stadt aus. Ja. Oh,
auf jeden Fall. Nummer Regel Nummer 1. Oh, ich penne gleich im Stehen, Mann. Der soll sich mal beilen. Er kommt aus der hintersten Wallerei, ne? Muss den jetzt auch mal. So, ich wollte. Gehen wir mal eben der Beine vertreten. Mach mal. Ach, Leute. Aber auf der Fresse liegen hier. Tudum. Danke. Achso, was ich jetzt auch so nebenbei sagen wollte. So eine Geschichte wie Geld. Das werde ich alles offscreen machen. Genauso wie ich mich dann definitiv auch hinsetzen werde, die Bewerbung offscreen zu machen. Ich werde nichts von allem, was in euren Augen langweilig sein könnte. Okay, tschüss. Oder was los? Alles, was für euch langweilig sein könnte oder was mich selber so ein bisschen nervt, weil es langweilig ist in irgendeiner Form, das lasse ich wirklich weg. Außer natürlich, sobald irgendwas Witziges passiert, da mache ich dann natürlich mal ganz schnell an, aber ansonsten. So, gehen wir mal schnell. Witt. Natürlich krass, ne? Jetzt muss man sich natürlich halt immer eine Sache mehr merken. Das ist natürlich echt krass. Ist halt natürlich immer sehr nervtötend. Aber läuft. So. Ja, mal wieder zurück. Mal was für die Beine tun. Gut. Ich hab's einmal gemacht. Wird nicht wieder passieren. Erstmal zu den Dullis wieder zurück. Ach. Du bist echt alt von dem scheiß Laufen hier, Alter. Jetzt geht's wieder los. Skid up! Ja, komm mal rüber, Taxi ist da. Ja, es bringt doch nichts. Schon mal dran gedacht, dass da nur drei zusätzlich reinpassen? Ja, sonst. Ja, wie viel läufst du denn aus? Ja, klar. Sind doch nur 5 Minuten. Ja, das stimmt allerdings. Aber da vorhin schon die Sinn. Ja, gut. Alles klar. Ja, bis dann. Ja, bis dann. Nervenzwerg.
Wie gesagt, wenn man nicht weiter ist und wenn man manchmal nicht weiter denkt, ne, ist schwierig. Interessant. Leute. Nee, aber wie gesagt, aber so Sachen wie Geld ist halt echt. Ich finde das System. Jungs von Home, wenn ihr das irgendwann mal sehen solltet, ne? Echt geil. Man muss was für tun für sein Geld. Das finde ich echt super. Wie gesagt, ich soll jetzt mal das mit dem Marshall zwar, das ist. Ich sag mal, der Kontakt halt so schnell geknüpft ist, ist jetzt ein random Ding, aber wie gesagt, geil. Und trotzdem, wie gesagt, ihr macht alle einen mega geilen Job. Top. Der muss schon wieder was saufen, Alter. Der säuft mehr als er frisst, der geht ja nicht. Lauf doch, ey, du kannst auch laufen, du kannst auch trinken, während du läufst. Ab. Rastenburg Hotel im Resort. Mhm. Steht da hinten irgendeine Karre? Taxi steht da hin. Auch mal ab durchs Gebüsch. Ab durch den Busch. Alt, ehrlich. Falscher Finger. Sorry. Ja. Hat er gesagt. Sicher, weil er könnte jetzt noch bei mir mitfahren. Nee, er ist Jurte Klofe. Na gut. Er ist sportlich begeistert, sehr. Alright, alles klar, bis dann. Jo. Dabei müsste ich eigentlich immer laufen. Ja, stimmt. Taxi jetzt. Du hast bei dir Sporttest. Oh. Ben. Oh, Mann. Ah. Weißt du, was der größte bekackte Witz ist? Nee. Der Taxikutscher ist vorhin aus dem Terminal gekommen, als ich losgefahren bin. Sicher? Der hat uns aber schon mal gefahren. Vor 2 Tagen hat er uns schon mal gefahren. Ja. Sicher, dass derselbe ist? Ja, das ist derselbe. Weil der sah komischerweise genauso aus. Der hat dieselbe Stimme gehabt. Was? Komisch. Fängt ja noch so einer rum. Gottes Willen. Brüder? Zwillinge? Oh. Nein. Doch. Nein. Oh. Das Übel kommt immer zur Zeit. Ja. Oh, das ist zum Teufel. Ja, okay. Hau raus. Nee. Man muss ja nicht immer alles wissen. Ben, wir müssen uns mal unterhalten. Ja, heute nicht mehr. Da kommt er. Morgen können wir reden, so viel wir wollen. Ich bin hier gleich ein. Hotelwitze. Oh moin! Ah, fix unterwegs hier. Ach Mensch, das ist der charmante Taxifahrer. Ja, das ist der komische Dude. Ah. bis dann und Frank. Wir hören uns. Jo, Horen. Gönnt euch. Ich brauche eine Brille, ne? So.
ich will's eigentlich gar nicht wissen. Steige in den Stratum. Okay, cool. Ich wüsste gerne, was das für eine Kiste ist, ne? Jetzt dauert's. Alter, grausig. Okay, also ich muss echt sagen, es ist krass ungewohnt. Ganz vorbildlich in der Stadt 50. Okay, es ist wirklich sehr viel Gefühl notwendig, Alter, das ist brutal. Alter, ungewohnt.
Alter, das zieht sich echt brutal. Wollte ich jetzt wirklich mal einmal zu Snee, nicht? Das ist. Da würde mich interessieren, wie sich hier im Allgemeinen eigentlich die Fehlerpunkte so zusammensetzen kann. Wenn man halt wirklich Fehlerpunkte kriegt, so wie ich wahrscheinlich. Hauptsache erstmal der fette Titanium-Auspuff da, ne? Also, erstmal Check-in, Bunny. Nein. Wie gesagt, das. Moment, ich war in der Hut. Ah, der braucht wahrscheinlich. Du Birne. Aber wie gesagt, ich wüsste jetzt zum Beispiel wirklich gerne, woran sieht man, wenn man bestanden hat. Das wüsste ich jetzt mir wirklich echt gerne. Das ist jetzt ja, vielleicht kann mir das bis dahin auch mal einer erzählen. Weil ich mach das nämlich einfach. Ich krach mich jetzt nämlich einfach hier in der Kurve. Weil. Geht schneller, besser. Einfach. Weil. Man sieht's halt nicht. Oder ich bin, weiß es halt nicht, wenn man sieht. Na gut, so. Wie gesagt, naja, keine 2 Stunden, aber doch schon 1 Stunde 10. Schön. Ja, cool.
Okay. So. Wir haben Fahrprüfung gemacht. Das heißt, wir können einfach nochmal den Tag Revue passieren lassen. Wie gesagt, das war jetzt ein Aufnahmetag. Zwei Hammerfolgen. Extrem viel. Viel Zittern, viel Lachen. Auf jeden Fall. Und ja. Bis zum nächsten Mal dann. Lasst euch gut gehen, ne? Peace out.